Es ist kein Geheimnis, dass Kribat finanziell nicht gut dasteht. Aber wenn es nach Amica geht, geht's bald bergauf. Ich rede von Schulen, Krankenhäusern, Geld, um Ärzte und Lehrer zu bezahlen. Und wer weiß, vielleicht sogar für Schutzimpfungen. Klar, das wäre alles Drogengeld. Aber das ist okay. Und wisst ihr auch warum? Weil Drogen Spaß machen. Richtig gehört. Rabbi Ray Runner wiederholt darüber. Spaß, ja. Drogen machen Spaß, ja, schon klar. So. Oh Gott. Was ist das da oben? Ort entdeckt. Ah, schön. Das sieht so richtig fett aus. Mal gucken, was uns Longinus zu sagen hat. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal des Todes, fürchte ich nichts Böses, denn du bist bei mir. Psalm 23, Vers 4. Wie schön, dich zu sehen, AJ. Willst du Gottes Werk verrichten? Ich schätze schon. Ich muss dir etwas gestehen, AJ. Ich fürchte Böses. Nicht Böses von anderen Menschen, denn damit kann ich schon umgehen. Nein, es ist das Böse in mir selbst, das ich fürchte. Erinnerst du dich an meine Sünden? Das grausige Geschäft, von dem ich sprach. Du meinst die Diamanten? Ja! Und das Blut des Lamms wäscht alle Sünden fort. Doch um mich vollständig zu läutern, muss ich aufrichtig bereuen und Buße tun. Es gibt mehr dieser Sünden in Kirat. Und wir müssen sie aufspüren. Finde zuerst ein verlorenes Schaf. Folge ihm bis zu einem Gewölbe. Bring mir, was du darin findest. Verstanden. Und er ruft seine Freunde und Nachbarn herbei und spricht: Freut euch mit mir, denn ich fand mein verlorenes Schaf. Ja, seltsam ist er schon. Aber ultimativ witzig. So, dann wollen wir mal suchen. Kein Signal. Oh, oh, oh Gott. Ja gut, ich mach's drauf geschissen. Was war das denn? Ach, eine Ziege. So. Folge den Schmuggler. Was für ein Schmuggler. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hätte es nicht machen sollen, aber... Danke. Ja, ich versuch's. Ich hab hier gleich ein Auto geflippt. Oh, schön. Ah, okay. Nächstes noch eine andere Karte. Was zur Hölle war das? Was? War das für ein Tier? Da kann mir das mal einer sagen. War gerade ein Tier. Gut. So, dann nehmen wir mal die kleine Fiskarre hier. Fahren zum Schmuggler. Danke, dass ihr den Sender Preis Kyrat eingeschaltet habt. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, aber anscheinend gibt es einen verrückten Killer in Kyrat mit einer Vorliebe für Masten. Ich schätze, Masten sind sein Markenzeichen oder so. Da kommt man ins Grübeln. Was wäre mein Markenzeichen, wenn ich ein Serienmörder wäre? Ich meine, ihr Leute wisst ja nicht, wie ich aussehe. Ich habe den perfekten Schleier des Geheimnisses. Aber Spielkarten wären zu viel. Oh. Machen Sie es.
eine schicke, perfekt gelegte Wurst auf der Stirn meiner Opfer. Das wäre echte Kunst. Bullen würden sich das ansehen und sagen, oh, was für eine abgefahrene Scheiße. Die würden mich den Kacke-Killer nennen. Jungs. Endlich seid ihr da. Nein, das ist mein Auto. Bedien dich. Ich fahr sowieso nicht gerne. Dankeschön. Brauch schließlich mein Auto, die blöde Schlampe. Oh, bin ich falsch gefahren. Wie so oft. Brüder und Schwestern, hier ist Freies Kühlwart mit Ravi Ray Runner. Es ist kein Geheimnis, dass Kühlwart finanziell nicht gut dasteht. Es. Wo bin ich? Was für ein. Keine Ahnung, was ist hier schon mehr schiefgelaufen ist. Ja, ich wurde entdeckt, ich habe zwar keine Ahnung wovon. Ja, klar. Ja, ich verfolge den Schmuggler. Habe ich jemanden gesehen? Okay, ja. Ich weiß nicht mal, wo der Schmuggler war. Gut. Nicht so eine gute Idee. Komm schon. Oh. Das hatte ich ja erwischt, aber das hat wohl leider nicht ganz so geklappt, wie ich dachte. Gut. Töte den Schmuggler. Ja.
neu. Was zum Geier? Das wollt ihr die schon vor zwei Tagen wegbringen. Du bist tot. Okay. Drittes Gewölbe. Pfeile? Was mache ich denn mit Pfeilen? Okay. Hier noch. Lieber was anderes. Eine Spritze oder sowas wäre. Oh, ja. Spritze? Omega mal mit dem Spiel. Das ist auch was. Das finde ich schön. Und mit dem Blutdiamanten. Aus der Höhle entkommen wäre, glaube ich. Findet heraus, was es war, und tötet es gefälligst. Ich hab keine Lust auf Verstecks, einen Aufwind! Glück für mich. Wow. Sniper. Scheiße, und ich hab das Auto in Brand gestellt. Aber der Sniper kann nicht weit weg sein. Würde ich auch ganz gerne die Waffe tauschen. Oh oh. Aber ich nehme ja trotzdem seine Waffe. Wow! Boah, was? Was? So. Ein SVD, ja schön. Die Waffe wollte ich doch schon länger. Ein Auto wollte ich. Ja, ein Auto. Sehr schöne SVD. Aber eigentlich hat die ja mehr Max. La 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 la. Okay. Nicht schwer, dich zu töten. Okay. Ich fahr nicht so ganz richtig, aber. Rechts drei Riesen. Aber gut. Ich
gespannt, was wir dafür kriegen, wenn wir ihm auch die ganzen Blutdiamanten geben. Irgendwie muss sich das ja auch mal lohnen für uns. Außer dass es nur Main Missions sind. Für Glockentürme kriegt man ja auch schließlich Waffen kostenlos. Wow. So. Paminos, ich bin da. Was ist das? Oh, was war hier? Maxi-Binde. Eine kurze Jagd. Aha. Magazin-Jungle, okay. Gucken wir da rein. Wenn es zu lange dauert, unterbreche ich kurz. Magazin-Jongleur. Ah, das ist die Fähigkeit. Das wäre auch einigermaßen sinnig. Vier Fähigkeitenpunkte, okay, das wird wohl ein bisschen dauern. Haben wir noch irgendwas? Doppelt so viel Blätter, okay. Das ist gut für Heilspritzen. Oh, okay. Oder breche ich mal ganz kurz. Können wir noch machen. Gehen wir mal hin. Amita. Unterwegs natürlich wieder einen Turm machen. Das wäre sogar, glaube ich, ganz sinnig, mal wieder einen Turm zu machen, damit man... Tauscht mir lieber das Auto. Ich muss auch sagen, die Mausbeschleunigung funktioniert noch nicht so ganz. Das merkt man ganz oft. Einmal ist die Beschleunigung deutlich schneller und man bewegt sich 10.000 Mal hin und her. Das ist mir neu. Und hier ist euer Rabbi Ray Runner. So, ein Freund hat mir erzählt, dass die Royal Army die Lager von Nomaden in ganz Tyrat angreift. Ganz tolle Aktion, Leute. Ganz tolle Aktion. Diese Lex lasst es an den Kleinen aus. Das nervt. Wisst ihr, weil diese Jungs haben es echt so schuhschwer genug. Ich meine, Nomaden... Ich weiß auch nicht, woran das gerade liegt. Jede Nacht in Zelten schlafen, ständig umziehen. Das ist doch kein Leben. Die Leute müssen wahrscheinlich in Kartons kacken. Und habt ihr euch mal überlegt, wo die duschen? Wahrscheinlich müssen die Wasser in der Gießkanne holen und es sich über den Kopf kippen, wie die Tiere. Und ihr kennt mich, ich kacke nur in Porzellan. Ein Porzellanmann bis zum Tod. Und ich bin ein Bidetmann. Mein Hintern ist... Ich hab Geld! Ach Gott, es nervt, aber ich mach's jetzt einfach. Kopfschuss? Den habe ich nur gesprayt. Jedes Mal das gleiche. Spray da einfach rein. 10.000 Leute kommen von mir rein. Es folgt eine Ankündigung des Ministeriums für Öffentlichkeitsarbeit und soziale Harmonie. Haben Sie Freunde oder Verwandte, die einer Arbeitsvermittlung bedürfen? Dann empfehlen Sie ihnen das Arbeitslager Strahlende Gesinnung. Erfahrung ist nicht erforderlich und alle Bewerbungen werden berücksichtigt. Langfristige Engagements sind erwünscht. Möge Pagan nimmt Licht, sie alle erleuchten. Oh, da hinten sind Kumpels von mir. Dann gebe ich mal ein bisschen Gas. Vielleicht helfen die mir hier. Das wär relativ schön. Äh,
Also nein, okay. Erstmal will ich hier ein bisschen länger brauchen, bis ich verstanden habe, wie man hier hochkommt. Oh, ein Adler. Ach da. Ich finde auch, der Sound ist hier ganz schön laut. Das war die falsche Taste. Ich werde mal den Kopf still halten, weil ich nicht unbedingt Lust auf einen Kampf habe. Ist ja auch relativ anstrengend, gerade wenn man nicht so viel Zeit hat, um sich zu bewegen. Deswegen lassen wir mal die Tiere die Arbeit übernehmen. Nicht so ganz schön. Spart mir auch Mühe, Munition. Haben wir es doch geschafft und sogar relativ schnell. Sogar 4 Türme befreit schon. Nicht schlecht. Scheiße, ein Scheiter oben. Nee, ist ja nicht.